Willkommen auch von mir zur Nachmittagssession. Ich bin Michael Bank von Kredativ. Wir machen viel mit Postgres, aber auch sonst allen möglichen anderen Open Source Sachen. Postgres deswegen, weil unser Geschäftsführer Michael Meskes ist einer der ältesten Postgres-Committer. Das ist hier aus dem Postgres-Wiki. Bruce war der Erste, Tom der Zweite, Michael Meskes der Dritte, der jetzt noch aktiv ist. Und ich glaube, Michael hat auch letzte Woche einen Commit gemacht. Er ist nicht mehr sehr aktiv im Vergleich zu den anderen beiden, aber er ist aktiv. Und deswegen ist Postgres eines der großen Säulen unserer Firma. Ich habe den Vortrag schon mal ähnlich beim früheren Fachgespräch der German Unix User Group gehalten, damals noch mit dem Titel Replikation, Hochverfügbarkeit und Skalierbarkeit. Ich habe jetzt Skalierbarkeit rausgenommen, weil es damals schon ein bisschen eng wurde mit der Zeit, aber wenn wir noch am Ende Zeit haben und nicht genug Fragen sind, kann ich dazu auch noch ein paar Folien dann zeigen. Ich würde jetzt erstmal einen kurzen, oder wer kennt Postgres und benutzt Postgres von hier? Wer kennt es, aber benutzt es nicht, weil andere Datenbanken sind? Okay. Ich würde einen kurzen Einblick oder Überblick in Postgres geben, was jetzt gerade so aktuell ist, weil das vielleicht jetzt noch nicht so bekannt ist. Es gab ja gestern auch einen Vortrag von Susanne Holzgräfe über die Unterschiede zwischen MariaDB, MySQL und Postgres, aber das ist jetzt hier für Postgres spezifisch, sage ich mal, ein paar Sachen. Generell erweiterbares objektrelationales Datenbanksystem, erweiterbar in dem Fall heißt, man hat viele, der Benutzer ist generell selbst in der Lage, beliebige Objekte, Datentypen, aber auch Operatoren und wie die Operatoren miteinander wirken, in Postgres selber zu implementieren und kann dadurch dann sehr starke Operationen machen. Es ist entstanden als Forschungsprojekt, wurde in Mitte der 90er als Open Source dann freigegeben. Ursprünglich hieß es einfach Postgres als Nachfolger von Ingres und wurde dann als Postgres 95 freigegeben und dann, als sie die SQL-Sprache hinzugefügt haben, früher war das nur QL, haben sie es nach PostgresQL umbenannt. Im Nachhinein ist der Name ein bisschen ungünstig. Man darf auch Postgres sagen, aber bitte nicht Postgre. Das ist falsch. Aber hört man relativ oft im deutschsprachigen Raum aus irgendeinem Grund. Es ist generell herstellerunabhängig. Das ist jetzt vielleicht mal so immer noch als Vergleich zu anderen beliebten Open-Source-Datenbanken, die halt von einer Firma dominiert sind. Aber Postgres ist herstellerunabhängig. Das heißt, es gibt keine Firma, die A, irgendwelche Copyrights hat oder B, alle Entwickler anstellt. Es gibt, man muss auch dazu sagen, dass die alle mehr oder weniger aktiven Postgres-Committer sind bei einer Firma, die irgendwie was mit Postgres machen, aber die Unterschiede ändern sich halt immer mit der Zeit. Mal hat eine Firma ein paar mehr, mal eine andere, dann gibt es mal eine neue, aber es ist nicht so, dass seit 10 Jahren eine Firma 90% aller Postgres-Entwickler beschäftigt. Insofern gibt es auch den kommerziellen Support von vielen Firmen, unter anderem eben auch von uns im deutschsprachigen Raum. Das sogenannte Legal Entity, die aber nicht wirklich irgendwie als Firma meines Wissens oder auch noch nicht mal als Non-Profit existiert, ist die Postgres Global Development Group. Der gehört das Copyright. Ich will jetzt da nicht drüber näher eingehen, das ist auch nicht wirklich sehr spezifisch, aber der Punkt ist, es gehört keiner Firma. Es gibt ein 5-köpfiges Core-Team, das richtungsweisende Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel letztens hat es entschieden, es soll jetzt ein Release-Team geben. Das ist 3-köpfig. Das ist sehr hilfreich, weil es in der Vergangenheit dieses Debian-Problem gab. Wir freezen zeitbasiert, aber wir releasen, wenn it's ready. Und jeder hat dann schon für die nächste Version programmiert. Und dann hat sich das immer weiter hinausgezögert. Und jetzt, dieses 3-köpfige Release-Team hat da wirklich die Hand drauf, dass die Open-Items abgearbeitet werden und schreibt den Leuten 2-mal die Woche eine E-Mail, ja, wie schaut es denn aus? Und das funktioniert jetzt ganz gut. Also die letzten 2 Releases waren dann wieder on time. Und das nächste Release wird auch vermutlich demnächst on time rauskommen. Generell war es so, dass die Major Releases immer jährlich rauskommen. Wir haben so eine Beta oder ein Freeze der Features im Frühjahr und stabilisieren das dann über eine Beta-Phase, die momentan läuft. Es kam letzte Woche die Beta 3 raus, bis dann im allgemeinen September, Oktober die Final General Availability erfolgt. Das war bis jetzt die 9 Serie, 9.1, dann 2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 waren die Major Releases. Die nächste Version wird 10 sein. Postgres hat dann diese 2
Punktversionen gedroppt. Es wird jetzt 10 sein, danach in einem Jahr gibt es dann 11 und 12 und so weiter. Einfach deswegen, weil nie so genau klar war, was ist jetzt der Unterschied zwischen 9.6, also von 9.5 auf 9.6 oder von 9.5 auf 10. Da gab es jedes Jahr Diskussionen, jetzt haben sie gesagt, okay, das ist jetzt 10. Es gibt schon recht viele Features, die werde ich auch gleich vorstellen, aber es gibt keinen wirklichen Grund, dass jetzt die Kompatibilität unglaublich entfernt wurde, dass deswegen das jetzt 10 heißt. Es wurde einfach aus sinnvollen Gründen gemacht. 5 Jahre Wartungszeitraum, das hatte Susanne auch schon gestern gesagt, pro Release. Die Postgres-Entwickler sind sehr gut daran, hier nur Bugs und Sicherheitsprobleme zu fixen. Die machen das auch sehr zuverlässig. Es gibt dann jede 3 Monate, also das war gestern nicht so ganz klar, glaube ich. Also es ist jetzt inzwischen so, es gibt auch eine Webseite, es gibt alle 3 Monate viermal im Jahr an einem Donnerstag. Das war, wie gesagt, nicht jetzt am Donnerstag, sondern den Donnerstag davor. Der Fall gibt es dann ein Patch-Release von allen Backbranches, also was jetzt momentan die letzten 5 Jahre an Major-Releases released wurden. Da kann man dann die Urnacht darstellen, das hat in den letzten Jahren gut funktioniert und man weiß, dass sie rauskommen. Außer es gibt wirklich gravierende Sicherheitsprobleme, denke ich, oder gravierende Regressions in einem meiner Release, aber das ist in den letzten 2 Jahren jetzt nicht vorgekommen. Oder im letzten Jahr, sag ich mal, seitdem sie das gemacht haben. Insofern ist das schon für ein Open-Source-Projekt relativ stabil und relativ überschaubar und man kann relativ gut die Uhr danach stellen, dass das so funktioniert. Ansonsten wichtig eben auch keine Copyright-Assignments, kein Open-Core, BSD-Lizenz. Damit, BSD bedeutet eben auch, dass jeder das forken kann und jeder das forken soll oder will. Das kommt ja aus Berkeley, ja. Wobei die Lizenz ironischerweise eher die MIT-Lizenz ist, wenn man sich das genau anschaut, aber im Endeffekt genau das Gleiche. Also jeder kann den Code nehmen und machen damit, was er will. Er muss nur das Copyright dafür nicht rausnehmen. Damit, wie gesagt, gibt es viele Forks. Ich habe jetzt mal hier ein paar zusammengefasst. Das sind eher so, Amazon hat Postgres genommen und Redshift draus gemacht. Man weiß nicht so genau, was das genau ist. Vielleicht ist es sogar gar nicht Postgres und man spricht nur das Protokoll. Das ist unklar. Es gibt dann so ein paar Teradata Asta, Netezza sind, glaube ich, von Michael Stormbreaker, dem ursprünglichen Professor in Berkeley, dann gemachte Abänderungen. Da weiß man jetzt auch nicht so genau, weil die halt proprietär sind, wie viel Code da jetzt wirklich noch von Postgres drin ist. Greenplum hat irgendwann vor 15 Jahren Postgres geforkt. Die haben es inzwischen Open Source gemacht und sie versuchen jetzt verzweifelt, da wieder ranzukommen und das Delta zu verringern. Diese 3 Sachen sind eher jetzt momentan Standard oder Postgres Professional, das ist eine russische Firma, EDB. Die haben halt so eine Art Open Core Modell selber gemacht, dass sie proprietäre zusätzliche Features, in dem Fall Multi-Master-Replikation und sowas und hier auch Oracle-Kompatibilität in ihr Produkt reinhaben und dann versuchen immer möglichst schnell nach einem Postgres-Release dann selber ihr Produkt zu aktualisieren. Was interessant ist, Citus Data und PipelineDB sind 2 Projekte, die aufgrund der Erweiterbarkeit von Postgres und dieser API geschafft haben, jetzt anzuforken. Das heißt, die neuen Versionen, beziehungsweise PipelineDB ist, glaube ich, noch dabei, das sind einfach nur noch Erweiterungen. Man nimmt den Postgres Vanilla Quellcode und macht dann Create Extension Citus auf verschiedenen Knoten und hat dann ein spaltenbasiertes Data Warehouse Multi-Parallel Processing Ding über diese Citus-Erweiterung, die halt relativ mächtig ist, kann man sich vorstellen, aber die haben es geschafft, das nur noch über die Erweiterungs-API von Postgres dann zu implementieren, deswegen sind das auch keine Forks. Ist auch inzwischen Open Source, aber auch wieder Open Core, sie haben dann noch gewisse Enterprise-Features obendrauf in ihrer Version. Ansonsten gibt es Postgres auch inzwischen bei allen großen Cloud-Anbietern, seit kurzem auch auf Azure, ansonsten Google Cloud, SQL und Amazon und halt dann noch so ein paar kleinere, gut, OpenStack ist ehrlich gesagt die Postgres-Funktionalität nicht so super groß, aber habe ich der Vollständigkeit halber hinzugefügt. Kurz noch die Hauptfeatures, bevor ich dann zum eigentlichen Teil komme. Bekannt ist Postgres dafür, dass es rock solid ist, also Stabilität zuerst und Optimierung danach. Die Stabilität war so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre und seitdem versuchen sie dann auch die Features und die Performance zu verbessern. Es gab, muss man auch dazu sagen, mit der Replikation am Anfang in den ersten Jahren immer mal wieder ein bisschen Probleme. Die sind aber inzwischen auch eigentlich beseitigt und seit kurzem oder seit einigen Jahren ist es stabil. Ansonsten hat es einen kostenbasierten Query-Planer, der versucht auszurechnen, wie der sinnvollste Weg ist, eine Abfrage auszuführen. Und
auch interessant, eine große Anzahl an Erweiterungen habe ich schon ein bisschen erwähnt, dass Erweiterungen wichtig sind und es da viele gibt. Zum Beispiel für verschiedene Datentypen, aber auch für verschiedene administrative Sachen wie Tabellen reorganisieren und so weiter. Transaktionale Änderungen in der Datenbankstruktur, das heißt, man kann ein Drop-Table, wenn man es in einer Transaktion gemacht hat, wieder zurückrollen, was nicht jede Datenbank kann. Und ansonsten hohe Anzahl an Treibern für Programmiersprachen, man kann das in allen möglichen Sprachen schreiben und man hat auch viele verschiedene prozedurale Sprachen. Also man kann eine Funktion in der Datenbank auch in R schreiben oder in Python oder Perl oder was einem da gefällt. Was inzwischen auch immer wichtiger wird, sind Fremddatenwrapper, FDW, Foreign Data Wrapper, für den Zugriff auf viele andere Datenquellen oder Postgres selber. Also es gibt dieses genannte Postgres-FDW, das dann mit einem Postgres-Datenbank transparent auf eine andere Postgres-Datenbank, die eventuell in einem anderen Rechenzentrum steht, zugreifen kann. Und da dann auch lokal macht man dann ein Update, bla bla bla, auf eine Tabelle, aber das ist tatsächlich dann eigentlich eine Änderung auf dem entfernten Server. Und da gibt es schon sehr viele interessante Möglichkeiten, Postgres so zu erweitern. Werde ich auch später noch ein bisschen dazu kommen. Aber auch für Zugriff auf andere Datenbanken, Oracle, MySQL, Informix, gibt es da Möglichkeiten. Oder bei SQL Alchemy gibt es ein Ding, Multicorn heißt das, mit der man dann praktisch alle SQL-Anwendungen macht. Es gibt sogar was für Twitter und solche Geschichten. Nur noch ganz kurz eine kurze Übersicht, wer benutzt Postgres überhaupt. Was interessant ist, ist sowohl Skype, was von Microsoft übernommen wurde, als auch Instagram, was von Facebook übernommen wurde und eigentlich ein MySQL-Shop ist, benutzen weiterhin Postgres, wie man in letzter Zeit wieder erfahren hat. Reddit benutzt es, glaube ich, noch und ansonsten gibt es auch, Zalando ist ein großer Nutzer in Deutschland, die auch viel selber beitragen und da komme ich auch später noch ein bisschen dazu. Um zu zeigen, dass diese Stabilität First eine Sache war, aber inzwischen sehr viele Features gemacht wurden, das war mal, habe ich zusammengetragen aus zwei oder drei damaligen Fragen oder Stellen, was die User damals gerne hatten. Das ist vor 8 Jahren gewesen. Diese Sachen gab es alle nicht in Postgres im Endeffekt oder waren halt relativ schlecht. Und wenn man sich das heute anschaut, wurde das alles inzwischen implementiert, bis auf autonome Transaktionen. Da gab es auch schon Patches, aber die sind noch nicht drin. Und man kann das über dieses Postgres-FDW oder DB-Link irgendwie implementieren, aber es ist nicht besonders toll. Also über einen Umweg geht das auch noch. Aber alle anderen Sachen sind eigentlich inzwischen durch. Also da wurden diese Sachen alle fertig gemacht und sind in der heutigen Version, also in 9.6, enthalten. Ich will jetzt noch ganz kurz erst, bevor ich dann eben auf Replikation komme, eine Aussicht auf Postgres 10 machen, weil das die neue Version sein wird, die in einer Weile rauskommt und da ist vielleicht noch nicht eben klar, was an neuen Features gibt. Die drei Hauptfeatures sind logische Replikation, das erkläre ich auch gleich. Weitergehende Parallelisierung, also es gibt parallele Queries seit der Version 9.6. Dieses wird jetzt deutlich besser sein. Wenn da noch Zeit ist, werde ich das am Ende auch noch zeigen. Und native deklarative Partitionierung. Man konnte immer schon über Vererbung von Tabellen und genug Tooling oder Erweiterungen Partitionierung implementieren, aber jetzt ist es nativ in der Datenbank drin. Ist sicherlich noch zu verbessern. Es gibt auch schon jede Menge Patches für die nächste Version. Robert Haas hat gerade vor ein paar Tagen einen Blogpost dazu geschrieben, der Architekt bei Enterprise DB, was alles noch kommt, aber das ist in 10 drin und funktioniert soweit. Ansonsten clientbasiertes Verbindungsfailover würde ich vielleicht auch versuchen zu zeigen nachher, wenn es klappt. Quorum-Commit für synchrone Standbys, das ist jetzt schon etwas spezifisch, da gehe ich gleich noch drauf ein. Vereinfachte Konfiguration von Replikationen, das kommt auch gleich noch. Ansonsten wurde das Scram-Protokoll implementiert, anstatt von MD5 gehashten Passwörtern, also eine sichere Authentifizierung. Und Hash-Indexe können jetzt endlich verwendet werden. Es gab Hash-Indexe schon lange, aber sie waren nicht crash-sicher. Das heißt, sie wurden nicht repliziert und nach einem Crash musste man den Index neu anlegen. Das wurde jetzt endlich geändert und die sind jetzt produktiv einsetzbar. Schnellere Ausführung von Expressions. Was für Administratoren vielleicht auch interessant ist, man kann jetzt die SSL-Einstellung oder SSL anschalten machen, ohne dass man die Datenbank neu starten muss. Ein Datenbank-Neustart ist halt immer mit einer Downtime im Endeffekt verbunden. Die Clients werden alle erstmal rausgeschmissen und müssen sich neu verbinden. Das macht man normalerweise nicht gerne, außerdem sind die Caches dann nicht warm.
deswegen ist das auch ein großer Vorteil, also wenn man den spezifischen Anwendungsfall hat und gerade zum Beispiel die Zertifikate auswechseln will, da musste man früher immer einen Neustart machen und das kann man jetzt online machen. Ja, so, jetzt aber zu Replikation. Generell ist es so, dass Postgres seit der Version 9.0, und das war damals auch ein Grund, wieso man diesen Sprung von 8.4 auf 9.0 gemacht hat, physikalische Replikation hat. Das nennt sich Streaming Replication. Dabei wird das Transaktionslog, also die Datei, in der alle Transaktionen zunächst geschrieben werden, bevor sie dann in die Tabellen auf der Festplatte weitergeleitet werden, dieses Transaktionslog wird über die Netzwerkverbindung oder sogar eine direkte Datenbankverbindung an die Standbys übertragen und dort fortlaufend in das eigene Transaktionslog geschrieben, sodass man dann, der Standby wendet diese an und befindet sich somit, also simuliert so eine Art Wiederherstellungsmodus, also wie wenn man ein Crash Recovery macht, wo dann die Transaktionslogs die noch ausstehenden Transaktionslogs durchgenommen werden und halt alle Änderungen auf die ins Datenverzeichnis geschrieben werden, bevor der Server dann zur Verfügung steht. Eines der Hauptfeatures davon ist, dass man lesende Abfragen machen kann auf dem Standby, aber eben keine schreibenden Abfragen. Also es ist kein Multi-Master, sondern es ist eine Master- oder Primary-Standby, Master-Slave. Letzte Woche gab es den Commit, den sie letzten Slave aus dem Quellcode rausgenommen haben. Sie nennen es nur noch Primary-Standby jetzt. Ist aber natürlich dasselbe. Die beiden großen Einschränkungen davon sind gleiche Major-Version zwischen Primary und Standby. Das heißt, man kann damit keine Upgrades machen. Man kann nicht sagen, okay, hier ist mein Postgres-Server mit 9.5 und hier ist mein anderer, dann mache ich mal einen mit 9.6 und dann mache ich einen Standby oder mache ich eine Replikation und sobald das fertig ist, switche ich einfach meinen Client und ich habe ein Versions-Upgrade gemacht. Das geht leider nicht. Man muss immer die gleiche Version haben. Und man muss immer die Gesamtinstanz nehmen. Also man kann nicht sagen, ich möchte nur die Datenbank oder nur die und die Tabellen replizieren. Man muss immer alles replizieren. Das sind die beiden Einschränkungen. Um das ein bisschen zu zeigen, wie das funktioniert, finde ich das Bild eigentlich ganz gut von einem Vortrag in Tallinn letztes Jahr. Die Anwendung schreibt lesend oder schreibend auf dem Master und kann halt lesen vom Standby. Die Transaktionslogs werden sogenannte Write-Ahead-Log geschrieben, das ist der Datenbestand und dann gibt es einen Prozess, den sogenannten Wahlsender, der dann die Transaktionslogs an den Standby schickt und der dann diese hier sozusagen dann in das eigene Transaktionslog schreibt und dann in den Heap und dann in den Exekutor und dann stehen sie dem Standby zur Verfügung. Und da sieht man auch schon, dass es dann verschiedene Levels von synchronen oder asynchronen Standby gibt. Normalerweise ist es asynchron, das heißt, sobald es hier rübergeschickt wurde, ist das aus Sicht des Masters okay und die Transaktion wird dann dem Client als fertig mitgeteilt, aber man kann dann sagen, nee, ich möchte das synchron machen, ich möchte, dass der das empfangen hat, ich möchte, dass der das in seinen Transaktionslog geschrieben hat, ich möchte, dass er es auf den Datenbank geschrieben hat oder ich möchte, dass es für lesende Abfragen bereitsteht. Das sind die Möglichkeiten hier und das ist halt gerade hier der letzte Punkt, den es jetzt seit 9.6 gibt, ist auch wichtig, wenn man eben dann verschiedene Standbys hat und die Anwendung dann Load Balancen will, zum Beispiel über irgendwelche Möglichkeiten, sodass dann, man schreibt etwas auf den Master und hat dann sofort den gleichen Startbestand auf dem Standby. Das bedeutet natürlich, dass das Ganze länger dauert. Also ein Commit muss halt dann durch den ganzen Weg gehen und der Client wartet in dem Fall auf so lange, bis das der Fall ist. Ansonsten operativen Features. Das Hauptproblem war immer, eines der Hauptprobleme war, dass man die Transaktionslogs auf dem Primary vorhalten muss. Ja, wenn der Standby für eine Weile nicht da ist oder wenn man 5 Standbys hat und einer ist down und dann irgendwie nach 2 Tagen merkt man das und schaltet ihn wieder an und dann fordert er die Transaktionslogs an, aber der Master hat oder der Primary hat die inzwischen schon gelöscht. Das kann man jetzt mit Replikationsslots sagen, okay, also dieser Standby hat den Slot und bitte nicht die Transaktionslogs löschen, bis das von dem abgearbeitet wurde. Das hilft im Operation. Man muss natürlich dann aber schauen, dass die Transaktionslogs auf dem Primary nicht so lange auflaufen, dass irgendwann die Festplatte voll hat. Und dann vorher den Standby entweder abschalten oder was machen. Aber zumindest hat man das Problem mit dem Standby nicht.
Weil früher war das so, die Transaktionen nicht mehr vorhanden sind, dann hat man auch die Möglichkeit, über ein Archiv eine zentrale Archivierung zu machen. Aber wenn man das auch nicht gemacht hat, dann ist der Standby einfach nicht mehr verwendbar. Man muss sie neu aufsetzen, wenn es die Transaktionen nicht mehr gibt. Ansonsten kann man relativ einfach einen Standby klonen über das PG-Base-Backup-Programm. Man kann Switch-Over, Switch-Back, Promote und Remastering machen mit verschiedenen Funktionen. Und man kann auch kaskadieren, also man hat ein Standby und an dem Standby hängt dann noch ein Standby dran oder auch zeitverzögert, dass man sagt, ich möchte bitte 5 Minuten warten, bis ich die Transaktion anwende, falls irgendjemand dann doch ein Drop-Table macht oder ein Delete-From ohne Where, dass man das dann anhalten kann und dann zur Not irgendwie noch reagieren kann. Ansonsten wird das natürlich alles sofort auf dem Standby weitergeführt und gegen solche Sachen hilft dann die Hochverfügbarkeit nichts. Ja. 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 Die Frage ist, was passiert, wenn das Netzwerk unterbrochen ist, dann würde keine Transaktion laufen. Das ist korrekt und das ist auch das Problem. Also man sollte deswegen nie synchrone Replikation mit nur einem Standby machen. Man macht normalerweise, hat man 2 Standbys, und hat dann einer davon ist synchron und der andere ist asynchron. Sodass der zweite dann... es gibt auch asynchron, das ist der normale Fall. Beziehungsweise was man dann machen kann, ist halt synchron lokal zu machen. Das heißt, man hat dann einen synchronen Commit, das ist dann sicher, dass es auf dem Primary geschrieben wurde. Dann sagt man dem Client, alles okay. Und dann, ob der Primary das dann an den Client, an den Standby geschickt hat, das ist dann nicht mehr das Problem von dem Commit. Das ist der Default, sage ich mal. Und dann kann man halt sagen, okay, ich habe so und so viele inzwischen eben dieses Quorum-basierte synchrone Replikation. Das heißt, ich habe 5 Standbys und die Standbys A, B und C sind meine synchronen Standbys und ich will, dass mindestens 2 von den 3 das dann committed wurde. Dann ist es für den Client okay. Das kann man inzwischen auch machen. Dann ist man sicher, dass wenigstens 2 das haben. Aber man muss halt dann immer schauen, dass man mindestens einen zweiten potenziellen synchronen Standby hat, der dann übernehmen kann, wenn der erste es nicht mehr hat, weil sonst in der Tat der Master einfach stehen bleibt. Das ist dann ein großes Problem. Da muss man aufpassen. Ja. Genau, ich glaube, dann habe ich soweit alles gesagt, außer einfache Konfiguration. Ich versuche jetzt mal, das zu zeigen. Und zwar links würde ich jetzt ein Master. Okay, funktioniert leider nicht gut. Ah doch, ein bisschen Zeit verzögert. Also links, kann das jeder sehen? Geht es einigermaßen? Ich habe vorhin versucht zu schauen, okay. Links wird ein Master aufgesetzt, also hier ist jetzt erstmal nichts drin. Das Datenverzeichnis ist Data 1. Erstmal mit InitDB initialisiert und dann mit... Schön. Na gut, also dann hat das nicht funktioniert. Ich hab's. Dann zeige ich es halt so, tut mir leid, vielleicht habe ich jetzt und dann irgendwas noch in der letzten Zeit gemacht. Im Endeffekt, man setzt es auf, man startet den Primary und kann dann über das PG-Base-Backup ihm sagen, ich habe ein zweites Datenverzeichnis und schreibt mir eine Recovery-Conf, das ist die Konfigurationsdatei des Standbys. Man muss dann den Port ändern. Man muss inzwischen in 10 nicht mehr Hot Standby auf On setzen, das ist nicht mehr der Fall inzwischen. Das wurde noch geändert. Habe ich jetzt noch nicht in den Slides hier überarbeitet. Hot Standby ist der Default. Das heißt, das Einzige, was man machen muss, man muss den Port von 5432, das ist der Standardport, auf 5433 zum Beispiel ändern. Und dann kann man den Standby starten und sieht dann, der Standby ist da.
Insofern ist die Einrichtung inzwischen sehr einfach. Diese drei oder vier Kommandos im Endeffekt reichen aus, um ein Primary und dann ein Standby mit Stream Replication. Also jetzt mit 10 zu machen, mit 9.6 muss man eben noch ein paar Konfigurationsparameter zusätzlich ändern, aber in 10 wird es dann so einfach sein. Ja, mal schauen, dann werden wahrscheinlich die anderen Demos auch nicht gut funktionieren, aber sehen wir mal weiter. Das, wo soweit jetzt zur Streaming Replication, also der Status, ja, eben wollte ich gerade fragen, sind Fragen? Kann man das auch machen, wenn ein Server schon existiert, den dann quasi replizieren? Ja, kann man das auch machen, wenn ein Server schon existiert. Genau, man kann das online machen. Das Einzige, was bei der Server muss halt eben gewisse Konfigurationsparameter haben, eben dass er erlaubt, Replikationsverbindungen anzunehmen und so. Also wenn der dementsprechend aufgesetzt ist und er muss, also wie gesagt, bei 10 ist das automatisch in Version 10. In 9.6 muss er eventuell noch ein paar Konfigurationsparameter ändern. Vor allem den Wahllevel auf Replica oder Standby stellen. Aber dann geht das so. Ja, man kann es später noch machen und man muss auch nicht den Master deswegen neu starten. Außer man hat eben die Konfiguration nicht so, dass es funktionieren würde. Aber im Allgemeinen geht das, sodass man für den Aufsetzen eines Standbys, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, ja, muss man den Master nicht neu starten. Man kann es online machen. Sonst noch Fragen, ja? Muss man das auf dem Client, auf der Replikation machen oder was ist denn der Primary? Nimm einfach irgendwelche, die zwei, die ersten zwei Asynchronen, die das alle tun und die kleinen Würfel nicht. Der Client, oder, also die Frage ist, wie man synchrone Replikation konfiguriert. Genau. Also, es gibt dann den Konfigurationsparameter Synchronous Standby Names, soweit ich was weiß. Und da schreibt man dann eben rein, die und die Standbys, die haben dann, man kann denen normalerweise einen Namen dazu geben, als Identifikation, oder sinnvoll im größeren Rahmen das zu machen. Und da kann man sagen, okay, die und die sind meine synchronen Standbys und dann wartet er eben auch darauf. Den Level der Synchronizität kann man auch kleinseitig machen und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich jetzt vielleicht nicht so erwähnt habe bis jetzt, aber gut, dass ich mich daran erinnere. Man kann das auch pro Transaktion machen, das heißt, man muss nicht sagen, irgendwie seine Anwendung, okay, ich mache jetzt die synchron oder asynchron, sondern die Anwendung kann, sofern die Einstellungen so sind, dass es theoretisch möglich ist, kann die Anwendung sagen, oh, das ist aber eine wichtige Transaktion, bevor ich die committe, stelle ich doch mal mein synchrones Commit auf Remote Apply oder auf Write oder so, dass er auf dem Standby ist und nicht nur auf dem Master. Und dann committe ich und dann gehe ich wieder auf Asynchron zurück zum Beispiel. Sodass man das nur für wichtige Sachen macht, weil eben da ein Performanceverlust ist, aber da kann man eben sicher sein, dass die dann auch wirklich auf dem Standby geschrieben sind. Und das kann nicht jede Datenbank. Genau. Sonst noch Fragen? Oder hat das dann so einigermaßen die Frage beantwortet? Okay. Wenn keine Fragen mehr sind, dann komme ich jetzt zu den logischen Replikationen, weil, wie gesagt, das eines der Features ist von 10, beziehungsweise logische Replikationen gab es im Prinzip auch vorher schon. Die Hauptpunkt von logischer Replikation, also logische Replikation bedeutet dann, es wird nicht einfach der physikalische Transaktionslog-Stream, wo dann halt steht, schreibe in Block 387 die so und so folgenden Bytes, sondern da wird dann gesagt, okay, wir updaten, wir machen ja diese SQL-Befehle als Update, also jetzt mal so vereinfacht formuliert. Der Vorteil davon ist dann eben, dass es versionsunabhängig ist. Man kann es dann von 9.5 auf 10 replizieren und so weiter. Und man kann im Allgemeinen auch je nach Lösung einzelne Datenbanken oder sogar nur Teile von Tabellen oder Datenbanken replizieren. Also das sind genau die beiden Einschränkungen für physikalische Replikation, werden mit logischer Replikation abgedeckt. Es gibt schon sehr lange triggerbasierte logische Replikation. Sloney 1, Londist, Bucado, was sogar Master kann, sind so die drei großen, die es schon sehr lange gibt, wobei Sloney eigentlich die Version ist, die bei uns und bei unseren Kunden normalerweise verwendet wird für solche Major Upgrades. Ansonsten gibt es seit der Version 9.4 das sogenannte Logical Decoding, was man so als Change Data Capture auch kennt, wo dann die Transaktionslogs
dekodiert werden und eben als durch beliebige Outputs dann entweder als JSON oder wie auch immer versendet werden können. Und darauf basierend gibt es PGLogical als Erweiterung, die dann auf beiden Rechnern installiert wird und durch dieses Logical Decoding dann logische Replikation implementiert und eben seit 10 nativ Logical Replication. Im Endeffekt wurde hier für verwendet, das User Interface ist einfach anders. PGLogical verwendet hauptsächlich Funktionen, native Logical Replication verwendet dann SQL-Befehle, das zeige ich gleich. Es gibt dann noch Bidirectional Replication, BDR, was im Endeffekt das Oberprojekt ist, also PGLogical ist dann auch wieder ein Teil davon. Das ist im Endeffekt dann Master-Master. Also diese logischen Replikationslösungen haben auch zusätzlich noch den Punkt, dass man halt auf den Standby schreiben kann, das wird nicht verhindert. Nur verhindert auch niemand, dass man dann Konflikte reinschreibt. Ja, und dann hat man halt irgendwann ein Problem. Und BDR ist halt dafür da, dieses Konflikt-Resolution zu machen und noch andere Sachen wie globale Sequenzen, die noch nicht in Postgres drin sind. Das kommt immer mehr rein. Das wird auch irgendwann kommen, gehen wir davon aus, aber ist noch nicht in Postgres drin. Genau, kurz zur, wieso man Logical Decoding benutzt und nicht triggerbasiert, ist hier so ein Benchmark, auch aus einem Blogpost. Das ist Streaming Replication, wenn man einen Benchmark-Test laufen lässt auf dem Master, wie das mit wie vielen Clients dann immer schlimmer wird. Und hier sieht man, dass PGLogical einigermaßen gut skaliert, aber diese triggerbasierten Systeme, wo im Endeffekt dann die lokalen Änderungen erstmal durch einen Trigger, also alle Änderungen werden abgefangen und dann in eine lokale Tabelle geschrieben und die dann synchronisiert auf den Standby und dort angepasst. Da hat man dann halt zusätzliche Schreiblast und Overhead und die sind halt recht schlecht, wenn man hier sieht. Deswegen ist halt diese interne logische Replikation schon ein großer Fortschritt. Und das funktioniert sehr ähnlich wie die Streaming Replication. Jetzt ist die Frage los. Das ist ungefähr das gleiche Bild wie vorhin. Wie man hier sieht, man kann jetzt auch schreiben auf den Subscriber. Das ist ein Provider-Subscriber-Modell. Und aber im Endeffekt hat man das gleiche, außer dass es hier statt dem Wahlsender jetzt ein Output-Plugin gibt und hier ein Apply-Plugin. Und das eben dann nicht mehr physikalisch ist, sondern logisch. Das Setup ist auch mit 10 relativ einfach. Wir können ja schauen, ob es jetzt nochmal funktioniert. Aber ich fürchte... nicht. Mal sehen. Naja, ich lasse es lieber. Tut mir leid. Aber das wäre das, was halt passiert ist. Man hat ein Primary, man muss den Primary, also das, was man noch einstellen muss, ist, man muss eine Konfigurationsänderung in 10 noch ändern, nämlich den VAR-Level von Replica auf Logical ändern, dass eben dann mehr, noch ein paar Sachen zusätzlich geschrieben werden in den Transaktionslogs. Das kann man aber auch online machen. Und dann ist die Syntax create publication for all tables. Man kann dann halt auch verschiedene Sets nehmen von Tabellen, aber im Allgemeinen oder zum Zeigen kann man einfach eine Publication machen. Auf dem Standby macht man eine Subscription. Man muss eine Verbindungsstring angeben und man muss die Publication referenzieren. Dann wird automatisch so ein Replikationsslot, den ich vorhin erwähnt habe, erstellt und dann wird auch automatisch der Datenbestand synchronisiert, außer man will es explizit nicht machen. Und wie man hier sieht, die Bname Primary, das wäre jetzt eben die Datenbank, ist es pro Datenbank. Man kann aber auch, ja, okay, das ist pro Datenbank für eben das, für die Tabellen, die man hier in dem Publication-Set drin hat. Die momentanen Einschränkungen sind noch, man muss die Tabellenstruktur separat synchronisieren oder aufsetzen. Das heißt, man muss die Tabelle dann auch anlegen auf dem Standby und man braucht Superuser-Rechte.
zumindest auf der Publication-Seite sind dann ein paar Einschränkungen dazu. Man kann es ein bisschen abändern, aber das ist momentan noch so. Da wird es auch in 11 sicher Verbesserungen geben. Und vor allem, was in der Version 10 noch nicht drin ist, ist Failover, Failback. Also für solche Sachen ist es noch nicht sehr gut geeignet. Das ist also eine Art 1.0-Version. Funktioniert. Es gab da ein paar Probleme. Ich würde es jetzt vielleicht nicht sofort, nachdem die Version 10.0 rauskommt, produktiv einsetzen. Erstmal ein bisschen warten. Aber für nicht kritische Sachen ist das schon eine gute Sache. Ja? Die Frage ist, ob dieses For All Tables auch Tabellen umfasst, die danach noch geschrieben werden. Und das ist eine gute Frage, kann ich jetzt auf Anhieb nicht genau sagen. Man kann auf jeden Fall meines Wissens die Subscription refreshen, einfach. Das wäre dann sicherlich der Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei All Tables so als Catch-All eventuell auch automatisch passiert. Kann ich leider jetzt nicht genau sagen. Bitte? Ja, bei Grants funktioniert es nicht. Ja. Noch, gab es noch eine Frage? Ja. Was ist mit Order Table? Kommt das mit rüber oder auch nicht? Was? Mit was? Wenn ich ein Order Table mache auf dem Primary. Das ist, die Frage ist, was mit dem Order Table passiert. Und das ist eben auch das Problem. Eines der Sachen, die eben für so eine Master-Master-Replikation noch fehlen, ist eben, dass Tabellenstruktur, also DDL generell, ist generell immer ein Problem bei diesen logischen Replikationslösungen. Also für im Postgres-Bereich. Man muss, es gibt, für PGLogical gibt es dann so eine Funktion, die dann alles sperrt und das dann auf dem Standby macht. In dem Fall ist, glaube ich, auch nicht dabei. Also die Sachen werden nicht, oder bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher, ehrlich gesagt. Aber meines Wissens muss man da dann auch sehr stark aufpassen. Insofern, ja, ist es schwierig, da das noch bis jetzt, also für längeren Zeitraum einzusetzen. Es ist sinnvoll für Upgrades zum Beispiel zu machen, dass man halt sagt, okay, wir machen jetzt hier ein Upgrade und wir replizieren das logisch. Da haben wir jetzt eine Frozen Zone und machen keine DDLs, keine Änderungen in der Datenbankstruktur, machen das Upgrade und dann haben wir den neuen Server und dann können wir wieder Änderungen machen. Das funktioniert, aber wenn man dazwischen Änderungen machen will, muss man immer mal aufpassen bei Postgres. Gut, das soweit zu. Gibt es sonst noch Fragen zu logischer oder generell zur Replikation? Sonst würde ich jetzt. Ja. Das heißt, die Abwägung, wir sollten dann auf zwei physische gehen und nur wenn man die Datenbank-Engine upgradet, in diesem Zeitraum auch. Das. Die Frage ist, ob man im Standardfall physikalische Replikation und dann halt nur für Upgrades logische nimmt. Ja, das wäre das, was ich momentan empfehlen würde, weil auch die Performance besser ist und wenn man eh jetzt einen vollen Standby braucht, dann ist das sicherlich sinnvoller momentan, das ist etabliert. Es kann eben keine Major Version Upgrades, da komme ich auch gleich noch dazu, aber das ist das, was sinnvoll ist, ja. Und ich meine, für Sonderfälle, also diese PGLogical-Erweiterung jetzt in der neuen Version kann zum Beispiel auch innerhalb von Tabellen filtern, dass man dann nur bestimmte Zeilen repliziert, ja, und dann wenn man diese Sonderfälle hat, also irgendwie jetzt eine Art Standby hat, der halt nur irgendwelche einige Daten braucht, aber nicht alle, dann ist es auch sehr sinnvoll, sowas dafür einzusetzen. Aber wenn man halt für eine Art Failover oder Hochverfügbarkeit, sollte man momentan eine physikalische Replikation benutzen. Ja? Ja? Ja, man kann es auch beides gleichzeitig machen. Ja. Halt dann mit zwei verschiedenen Standbys. Ja. So eine zeitversetzte asynchrone Replikation, wie wird die denn angetriggert? Dass man jetzt dann sagt, okay, ich möchte dann halt in 2 Stunden, um irgendwas zu nehmen. In 2 Stunden möchte ich eine Replikation haben. Also was man, da das Kommando? Was man machen kann, man kann diese Recovery Conf, kann man das reinschreiben, dass es ein Delay hat. Aber ich weiß nicht genau, wie der Konfigurationsparameter heißt, aber der ist halt dann generell für alle. Sagt, man kann jetzt nicht pro Transaktion sagen, okay, die jetzt bitte erst. Weil das macht auch keinen Sinn, oder? Der Standby würde die Daten sofort bekommen.
Aber in der Standby sagt er nein, ich warte jetzt 2 Stunden, bis ich das Programm einspiele. Achso, weil wenn ich erst die Bauer, ich sammle erstmal eine gewisse Änderung und sage dann, nachts haben wir Zeit ohne Ende, nachts machen wir die Replikation. Okay, also die Frage war, wie geht das mit dem Zeitverzögerten? Die eine Antwort ist, das kommt alles beim Standby an, die Transaktionslogs, und werden halt erst später angeführt. Man kann auch dem Standby sagen, bitte warte, bitte Replikation anhalten. Das ist halt ein Select-PG Recoveries Pause oder sowas. Also ich weiß nicht genau, PGX-Log Apply Pause. Und Resume, da gibt es 2 Funktionen, wo man die Replikation anhalten und wieder weitermachen kann. Man muss halt dann, ich meine, da gibt es halt gewisse operative Probleme, dass man das nicht zu lange rauszögern sollte, weil je nachdem, wenn man dann auch noch Lesen und Abfragen auf dem Standby macht, die irgendwelche Logs benötigen, ja, damit der Standby, wenn man das langlaufende Transaktionen hat, da soll ja nicht einfach dann die Daten plötzlich nicht mehr da sein am Ende. Das heißt, der Standby muss dann auch Logs machen und die verhindern dann, dass der Master oder der Primary die Transaktionslogs oder die Transaktionen aufräumen kann, und da gibt's dann, da wird dann die Replikation auch angehalten. Also man muss da ein bisschen aufpassen bei langhalten Sachen, das läuft dann auch alles an auf dem Master, aber prinzipiell geht das. Man kann es abschalten, man kann es anhalten, man kann es zeitverzögert ansetzen. Gut, sonst noch Fragen? Dann Hochverfügbarkeit. Hochverfügbarkeit ist natürlich ein großes Feld, deswegen müssen wir schauen, wie weit wir jetzt noch Zeit haben. 15 Minuten, danke. Generell ist es halt bekannt, Schutz gegen Hardwareausfall, CPU-Defekt, Netzwerkkarteausfall, Kernel-Panic, Absturz des Postgres-Prozesses hoffentlich nicht, aber kann vielleicht auch vorkommen. Aber man kann es auch so definieren, als dass die Wartung den Betrieb nicht beeinträchtigt. Ja, also eben Neustart des Postgres-Prozesses nach einem Patching, also man macht eine Minor-Versions-Upgrade, dass da eben nicht alle Clients rausgeschmissen werden. Oder wenn man eine Konfiguration, also Postgres hat sehr viele Konfigurationen, und einige kann man eben nur durch einen Restart anwenden, einige kann man durch einen Reload anwenden, der halt online geht. Einige kann man einfach so innerhalb von einer Transaktion oder als Client machen. Genau, Major-Versions-Upgrade ist ein genereller Punkt. Major-Version bedeutet normalerweise immer, man muss einen Dump machen des Tabellenbestands oder einen Restore, oder man macht ein sogenanntes In-Place-Upgrade. Aber auch da ist eine Downtime verbunden, die vielleicht nicht lang ist, aber auf jeden Fall da. Ansonsten, Aktualisierung des Betriebssystems ist prinzipiell natürlich auch ein Punkt von Hochverfügbarkeit, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Macht man normalerweise, dass man halt einen Switchover macht auf den anderen, dann ist das Betriebssystem aktualisiert und dann Switchback. Ansonsten auch, die Anwendung ist durchgehend verfügbar, ist ein Punkt, auf den ich nicht eingehe, aber das ist natürlich auch ein Punkt, keine langanhaltenden Logs während Schemaänderungen zum Beispiel. Also man fügt eine Spalte hinzu und dann gibt es einen exklusiven Log auf die Tabelle, und während die Spalte irgendwie geschrieben wird auf den Datenbestand, können dann die Clients nicht mehr auf diese Tabelle zugreifen. Das ist im Endeffekt dann auch keine Hochverfügbarkeit, könnte man so definieren. Und daher hilft Postgres auch durch einige Änderungen an der Tabellenstruktur, können da ohne exklusive Logs durchgeführt werden. Genau, aber jetzt erstmal zu dem ersten Punkt, nämlich ein Failover sozusagen von einem Primary auf ein Standby. Was passiert bei Hardwareausfall? Da gibt es standardmäßig, ist im Allgemeinen in Benutzung Pacemaker und CoSync, das ist der HA-Stack von Linux. Als Ressourcenagent gibt es den PGSQL-Ressourcenagent, der ist der Standard bei Pacemaker. Und es gibt seit einiger Zeit auch den sogenannten Postgres Automatic Failover Ressourcenagent, der von jetzt als Konkurrent sozusagen als von einer anderen Firma geschrieben wurde. Und einige weitere Produkte sind Rep Manager, PGPool 2, auf die beiden würde ich jetzt nicht so sehr eingehen, aber die können beide auch mit Hochverfügbarkeit zu einem gewissen Punkt abdecken. Patroni ist ein Projekt, was ich noch nachher vorstellen würde, wenn Zeit ist. Und darauf Compose, Governor und Stolon sind auch 2. Also diese 3 sind im Endeffekt so Cloud-Native-Geschichten inzwischen. Compose, Governor ist, Patroni ist im Endeffekt ein Fork von Compose, Governor, die ja für so Cloud-Geschichten und automatische Skalierung und so geschrieben sind. Das ist sozusagen der Server-Failover in dem Punkt. Also was passiert, wenn der irgendein Rechner nicht mehr funktioniert, wie geht das dann, aber was passiert, was macht der Client, was machen die Anwendungen,
Da gibt es dann den Punkt, man hat eine virtuelle IP, das macht Pacemaker, das heißt, der fährt dann die virtuelle IP runter oder fährt sie halt dann auf dem Standby nach dem Promote dann für den neuen Primary dort hoch und der Client verbindet sich dann auf diese virtuelle IP und hat dann immer die aktuelle. Man kann auch DNS machen mit kurzen Time to Live, aber da muss man schon ein bisschen aufpassen. Was man verwenden kann, ist HA-Proxy mit Health Check, dass HA-Proxy dann schaut, ist das noch der Primary? Da gibt es ein paar Erweiterungen zum Beispiel von Postgres, die dann einen HTTP-Port exposen oder Patroni macht das auch, wo er sagt, okay, ich bin der Primary und HA-Proxy kann dann immer den Health Check machen und verbindet dann halt die Clients dementsprechend mit dem richtigen. Man kann versuchen, automatisiert PG-Bouncer ist ein Connection-Pooler oder Proxy, die Konfiguration von diesen Sachen zu schreiben, das macht RepManager zum Beispiel oder schlägt das vor, dass man dann eine neue Konfiguration schreibt und dann den neu lädt und der dann die Clients dann halt auf die neue IP oder den neuen Hostnamen dann schickt. Und ansonsten, was es auch seit einiger Zeit gibt, PG-JDBC hat das schon eine Weile, ist clientbasiertes Failover, indem man einfach sagt, okay, das sind meine Hosts und diesen prinzipiell alle Master und verbinde dich halt mit dem Primary. Der schaut dann bei jedem Verbindungsaufbau, okay, bist du überhaupt ein Primary, kann man auf dich schreiben? Und wenn das der Fall ist, dann verwendet er den. LibPQ, also der Standard-Client-Bibliothek von Postgres, wird das auch ab 10 können. Da kann man dann zwei oder mehrere Hostnamen eintragen und wenn der erste plötzlich nicht mehr geht, verbindet er sich mit dem zweiten oder dritten. Ich würde jetzt noch ein paar Vorschläge machen oder ein paar Sachen zu Pacemaker sagen. Prinzipiell, ja, oder erstmal eine Frage? Eine Frage zu dem Client. Ja. Ist das komplett transparent für die Client-Anwendung? Weil, also ich habe da so CMS. Es ist die Frage, was? So ein CMS? Ja. Nennt PostgreSQL als Backend und das überlebt halt einen Neustart von der Datenbank nicht. Es ist zu blöd, die Datenbankverbindung zu und wieder aufzubauen. Okay, die Frage ist, dieses client-basierte Failover, ist es transparent für den Client, weil es CMS-Systeme und so gibt, die einen Neustart der Datenbank nicht überleben? Und nee, das ist nicht so. Der Client bekommt, also es kommt drauf an, wenn man zum Beispiel das mit PG-Bouncer hier macht, PG-Bouncer kann man so einstellen, dass er die Verbindung erst, weil der da dazwischen ist, der sagt, okay, halte die Verbindung, dann wird das umgeändert und dann macht er das neu. Aber es kann sein, dass wahrscheinlich trotzdem der Client dann erstmal sich neu verbinden muss. Ja. Und wenn er das nicht kann, dann ist es ein Problem. Also das ist dieses RAC, was Oracle im Endeffekt macht, mit wo halt dann auf dem Client versucht, der State zu sein, aber auch nur lesen, das kann Postgres bis jetzt nicht. Also normalerweise hat man da halt einen Verbindungsabbruch und muss sich neu verbinden und die Anwendung, ich meine, der Vorteil ist halt, man muss die Anwendung nicht neu konfigurieren. So, ja? Also hier ist jetzt der neue Host, ja? Aber die Anwendung sollte schon hoffentlich damit zurechtkommen, dass Postgres halt nicht immer da ist. Oder man muss sie halt dann automatisch neu starten. Ja? Das ist schade. Okay, gut. Pacemaker ist, wie gesagt, mehr oder weniger der Standard. Man benutzt virtuelle IPs. Man muss aufpassen, dass man Fencing hat, also dass der Pacemaker, der nach dem Failover in der Lage ist, den alten Primary klar runterzufahren, dass es kein Split Brain gibt. Und das macht man normalerweise über ein Stonif-Device, Shoot the Other Node in the Head. Also gibt es verschiedene Treiber dazu, da sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass das gut funktioniert. Generell gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu konfigurieren. Früher hat man öfters Cold Standby mit Shared Storage gemacht, über SAN oder über DRBD-Replikation. Dann wird einfach das Postgres-Datenverzeichnis geschwenkt und man macht ein Recovery beim Starten. Das ist dann nicht diese Replikation, die ich vorhin gezeigt habe. Und das ist auch synchron per Definition, weil es im Endeffekt der gleiche Datenbestand ist, der geschwenkt wird. Die andere Möglichkeit ist eine Replikation über ein Master-Slave-Set, also das ist jetzt die Pacemaker-Terminologie, und über lokale Storage, und da wird dann eben die Postgres-Streaming-Replication verwendet. Da wird dann der Standby automatisch promoted, wenn der Primary wegbricht, und es gibt aber kein automatisches Recovery des alten Primaries, das muss man dann manuell machen.
Und da kann man synchron oder asynchron machen, sollte man halt aber aufpassen, weil man hat typischerweise ein Zwei-Knoten-Cluster. Und wie gesagt, da ist das Problem bei zwei Knoten synchron. Pacemaker hat dann, oder dieser Ressourcenagent hat dann allerdings die Möglichkeit, in dem Fall den neuen Primary dann auf so umzustellen, dass es asynchron ist und der nicht auf den anderen wartet und das dann weitergeht. Aber da muss man eben auch aufpassen. Es ist halt typischerweise zwei Knoten und kein automatisches Scale-out. Ja? Ich habe jetzt irgendwie ein Verständnisproblem in meiner Modellvorstellung. Wenn ich Hochverfügbarkeit haben will, dann will ich sie durchgehend im laufenden Betrieb haben. Das heißt, ich rechne damit, dass in der Datenbank zum Beispiel auch DDL gemacht wird. Das heißt, ich muss die physische Replikation nehmen. Die physische Replikation ist aber eine, wo der Slave oder Standby per Definition gar keine Kommandos akzeptiert, nach dem Schaubild vorhin. Keine schreibenden Kommandos. Achso, keine schreibenden. Ja. Okay, und das muss ich ja dann, wenn der jetzt plötzlich der aktive Knoten werden soll, ganz radikal drastisch ändern. Die Frage ist, was ist bei der, man benutzt physikalische Replikation und der Standby kann keine schreibenden Transaktionen machen und das muss sich ändern bei einem Failover und das ist eben der automatisch promoted. Ja. Also das macht Pacemaker, der Ressourcenagent merkt dann, oje, es ist der Master ist weggebrochen und ich mache einen Promote. Ich meine, vielleicht haben wir Glück und ich kann das zeigen. Ups, das war schlecht. Das ist jetzt. Das ist jetzt hier der Output von CRM1, also Pacemaker-Output von einem Zwei-Knoten-Cluster. Und wie es jetzt. Das ist eigentlich ein Testsystem für ein Kundenprojekt im Endeffekt. Und man sieht hier, der hat Score 1000, das ist der Master, die Node H1 DB2 und 100 ist der Standby. Und wenn ich jetzt über... diesen hier... Ja. Das Ausschalten erzwinge. Sollte im Prinzip, genau, der Standby merken oder Pacemaker merken, okay, der ist weg und macht jetzt einen Promote und der Standby ist jetzt der Primary. Und die andere Ding ist offline. Ja? Und dann kann man schreiben, normal drauf zugreifen. Ob jetzt die letzte Transaktion weg ist oder nicht, ist eben dann die Frage, ob es asynchron oder synchron ist. Wenn man den jetzt wieder hochfährt, bleibt der andere dann slave? Oder? Wenn man den jetzt wieder hochfährt, dann muss er eben aufpassen, dass der nicht eben hochfährt. Deswegen, wenn der halt jetzt, wenn Pacemaker nur merkt, oh, der reagiert nicht mehr, dann würde er ihn erstmal forciert ausschalten. Und dann muss man als Admin eben eingreifen und schauen, dass er nicht einfach so wieder hochfährt. Dieser Ressourcenagent schreibt dann auch so eine Logdatei rein, wenn es geht, damit man das nicht macht. Und dann gibt es aber inzwischen seit 9.4 oder seit 9.6 spätestens ist es ein Upstream, also im Postgres drin, aber es gibt es als Projekt. Sogenanntes PG Rewind heißt es, was man auf dem alten Primary starten kann, der sich verbindet mit dem neuen Primary und alle Änderungen, die er neu inzwischen gemacht hat, anwendet und dann kann man den wieder als Standby benutzen. Die andere Alternative, die früher war, halt alles neu machen, als Standby neu aufsetzen. Das ist dann natürlich, je nachdem, wie viel Daten man hat, halt ein Problem. Wenn wir jetzt einfach so wieder hochfahren würden, was wäre dann? Okay, Moment. Entschuldigung, wenn man einfach hochfährt, was ist dann?
Ja, man muss eben dann aufpassen, dass das nicht passiert, weil sonst im Prinzip, je nachdem, der macht dann Crash Recovery und wenn da nichts sich geändert hat, dann, oh yeah, dann wäre der für schreibende Verbindungen verfügbar und Clients würden eventuell noch auf ihn zugreifen. Ich meine, Pacemaker hat ja dann die Virtual IP geändert, aber theoretisch könnte man dann Änderungen machen und die beiden wären außer Sync. Deswegen sollte man halt immer aufpassen, dass dieses, das wäre halt ein Split-Brain-Szenario. Jetzt versuche ich mal zu nehmen. Gut, wir haben jetzt nicht mehr besonders viel Zeit. Insofern ist jetzt leider, kann ich noch schauen, ob ich noch ein paar. So. Ein paar Punkte zu Pacemaker, als was wir so in der Vergangenheit bei Kunden als wichtige Punkte haben. Gut, die Slides, ich werde die Slides hochladen oder der Voskan zur Verfügung stellen, kann sich jeder anschauen, aber wichtig ist, dass man hier die Abhängigkeiten der virtuellen IPs und Postgres richtig macht, damit Pacemaker bei einem Failover nicht zuerst irgendwie die virtuelle IP runterfährt und Postgres dann Probleme hat beim Runterfahren deswegen und so. Man muss eben die Sonnet-Ressourcen immer nur auf dem anderen Knoten haben, das kann man damit einmachen und man muss die Master-Slave-Virtual IPs entsprechend so machen, dass natürlich die dann auf den richtigen Knoten sind. Das Wichtigste bei Pacemaker sind immer die Timeouts, ja? Dass man die Timeouts richtig setzt und dass man das auch testen kann, am besten halt unter Last, wenn das möglich ist. Gut, jetzt vielleicht noch ein zweites Kundenbeispiel. Das wäre jetzt mit dem PGSQL-Agenten. Das haben wir so umgesetzt. Zwei Knotencluster, das ist so das übliche Ding. IPMI-Fencing, lokale Datenhaltung über Streaming Replication, automatisches Standby. Das sieht dann, das Problem hierbei ist, wir hatten das mit 14.04 gemacht und leider Ubuntu 14.04 hat ein Problem mit den Ressourcenagenten, das als Information. Da muss man aufpassen, die passen nicht zusammen. Es gibt einen Patch, aber leider hat Ubuntu es noch nicht geschafft, das in die Distribution reinzukriegen. Ja, da war eine Frage. Für mich wirkt das total aufwendig für etwas, was ich heutzutage eigentlich irgendwie erwarte. Wie lange muss ich denn schon drin, damit ich das irgendwie aufsetzen kann? Oder wie lange, wenn ich jetzt euch beauftrage, wie lange dauert denn das Projekt, wenn ich da irgendwie ein verfügbares Setup stelle, also ein verfügbares Setup stehen habe? Die Frage ist, wie lange, das wäre sehr aufwendig, also jetzt Pacemaker konkret oder Replikation im Allgemeinen? Naja, keine Ahnung, also ich meine, es gibt so viele Beispiele, ich weiß auch gar nicht, was ich da machen soll. Ich meine, vorhin war Master Replication Beispiel, wieso nehme ich einfach das? Also ich bin voll nicht verwirrt. Also ich habe kein Beispiel mit Master Replication gemacht. Das ist immer Master Standby Replication. Man kann halt schreibend auf den Standby eventuell zugreifen bei logischer Replikation, aber man sollte es nicht, weil dann eben keine Sicherheit besteht, dass man sich nicht gegenseitig die Änderungen überschreibt. Es gibt ja keine Conflict Resolution und so. Oder Sequenzen werden nicht repliziert. Also man sollte immer nur auf den Primary schreiben bis jetzt, oder es sei denn, man nimmt dieses BDR-Projekt, was ich erwähnt habe. Oder ein anderes Projekt. So. Ansonsten, wie kompliziert ist das? Gut, Pacemaker gut aufzusetzen, das ist halt eine Frage des Testens. Das Setup ist nicht so furchtbar riesig kompliziert, aber man muss halt schauen, dass es da halt keine Probleme mit Timeouts gibt. Prinzipiell ist das natürlich schon ein bisschen Arbeit, aber weil es ist halt so, Replikation selber ist inzwischen nicht mehr sehr schwer aufzusetzen. Und eine Sekunde. Ich meine, was es halt inzwischen gibt, sind so Sachen wie dieses Patroni, was jetzt leider hier nicht mehr gut erklären kann.
die dann in der Lage sind, sowas Cloud-Native zu machen, in die Konfiguration, das Setup automatisiert sind und dann auch automatisch Primaries sich aussuchen. Kann schauen, dass vielleicht wenigstens das als Übersicht noch machen. Ja, Patroni wäre so ein Beispiel, was auch Kunden von uns inzwischen verwenden. Dann für drei oder mehr Cluster dann allerdings Noten. Das benutzt Raft und etcd, um halt zu schreiben, okay, das ist der Master. Der hat dann Time to Live und macht eine Leader Election und der weiß dann, wo der Postgres-Cluster ist und was der Primary, was die Standbys sind und wie gesagt, macht im Fall eines Failovers eine Leader Election und der alte Master kann dann als neuer Standby wieder eingefügt werden und das vom operativen Handling dann vielleicht einfacher. Man muss halt dann zusätzlich noch Tooling draußen rummachen, dass dann eben neue Knoten drin sind. Das macht Zalando über confd zum Beispiel, was dann die HA-Proxy automatisch updatet. Also confd schaut im etcd nach, was ist. Das ist auch inzwischen wird das in Kubernetes integriert, dass dann automatisch die hochgefahren werden. Confd dann sieht, da ist was Neues. Das wird die HA-Proxy aufgemacht. HA-Proxy schaut dann, das ist so ein REST-API-Endpunkt, dem Patroni bereitstellt, ist es ein Master, ist es ein Standby und dementsprechend wird dann der Client dann gemacht. So, das dazu, aber jetzt ist fürchte ich dann die Zeit vorbei. Insofern, wenn noch Fragen sind, stehe ich auch gerne noch draußen zur Verfügung, aber leider waren es halt ein bisschen viele Zwischenfragen, deswegen bin ich nicht ganz durchgekommen. Aber danke trotzdem für die Aufmerksamkeit.